Und hiermit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Alpha Saphir. Wir haben im letzten Part mal die Arena-Leiterin hier herausgefordert und haben den nächsten Orden bekommen. Und jetzt gehen wir einfach mal wieder hier weg. Tschüss. Gehen erstmal in den Pokémon Center. Lalalala. Schön über die Bäume. Schwester Joy, ich brauche Pokémon-Heilung. Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir dein Pokémon-Team fit machen? Haben sie gerade fit gesagt? Nein, habe ich nicht. Okay. Vielen Dank für deine Geduld. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Das habe ich gehört. So. Dann gehen wir hier wieder runter und zurück auf Route 120, wo unsere Reise weitergeht. Gut. Hast du Attacken auf Lager, die fliegende Pokémon schaden können? Ja, habe ich. Warum ist er schneller als wir? YOLO. Schwalbers raus, richtig rein, du. Los, Flauschi, du bist dran. It's your turn now. Eiszahn. Ja, Xatu. Damit hast du wohl nicht gerechnet. Flauschi erreicht Level 36. Und neue Verhörner brauche ich nicht. Du bist mir um einiges voraus. Yes, I am. Bye. Okay, dann geh ich. Okay. Wo hat der Sinn daran? Wo ist hier der Sinn? Da oben ist ein Trainer und da unten ist eine Trainerin. Bye. Ja, komm. Mein Schirm, mein Pokémon und ich. Würde eines dieser Elemente fehlen, wäre dieser wunderschöne Augenblick ruiniert. Anblick. Vor mir. Warte, das sind doch jetzt vom Typ Wasser.
Ladungsstoß. Meteorologe, was ist das? Autsch. Das ist eine B-Attacke. Oh. Komm, Lati, du machst den Schachzug. Ich hab eh noch einen Belehr, von daher. Lati erreicht Level 36. Typenspiegel, was ist das? Das brauchst du jetzt nicht. Ich möchte wissen, was das ist. Typenspiegel. Anwender bildet das Ziel nach und nimmt dabei dessen Typ ab. Ach, nö. Oh, Mist. Ja, verlernen. Dann gehen wir aber zum Trainer da oben hin. Ich spiele Ninja. Und das war eben mein Tanyu-Zug. Ich wette, du hast nicht gesehen, wo ich war. Soll ich die Wahrheit sagen? Doch. Simoran. Okay, ein Simoran. Stampocker. Hauptsache ich überlebe es. Weiterkämpfen. Stampocker. Stampauke. Weiterkämpfen. Und wieder Stampauke. Oh nein, verloren. Und mein Tanyutsu habe ich auch noch vermasselt. Pokémon haben viele spezielle Fähigkeiten. Wenn du ein wirklich erstklassiger Trainer werden willst, musst du dich intensiv mit ihnen auseinandersetzen. Eine Herausforderung von Ass-Trainer Mariana. Milotic. Wow, hohes Level. Und not the Windhose. Nochmal. Oh nö. Not this.
Komm, Latias, it's your turn now. Come on. Das ist trotzdem. Na komm. Oh nö, nicht die Genesung. Ja gut, Paralyse, das ist gut, das ist gut, das ist gut. Oh, nicht die... Jetzt auch ich einfach mal so einen Trank ein. So. Und dann nochmal ein Nebelball. Dann nochmal ein Nebelball. Einfach mit Nebelball spammen. Gut. Seerose erreicht Level 38. Du hast dich offensichtlich gut mit ihnen auseinandergesetzt. Und ich sage an dieser Stelle danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal bei Pokémon Alpha Saphir.